Willkommen zu Pantoffelkino und es ist schon wieder Oktober, das heißt schon wieder Zeit für Wunschfilme. Ob die Zuschauer uns diesmal eine gute Auswahl gegeben haben oder nicht, da können wir später noch drüber diskutieren. Ich fand es persönlich alles sehr, sehr gut, aus diversen Gründen, liegt wahrscheinlich daran, dass Christian nicht dabei ist. Stattdessen Anna und Volker und Henrike. Lena. Und ich. Ja, wie wir alle wissen, schlug vor 65 Millionen Jahren ein Meteorit auf die Erde, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Was wir aber nicht wissen, ist, dass dieser Meteorit eigentlich eine Paralleldimension erschaffen hat, in der sich die Dinosaurier parallel zu den Menschen entwickelt haben und eine menschenähnliche Gesellschaft, eine dystopische Gesellschaft aufgebaut haben. Das, ja, soweit alle, ja, wissen alle Bescheid. Schnitt nach Brooklyn zu den beiden Klempnern, Mario und Luigi Mario. Ich habe mich nicht versprochen, das ist, die natürlich Brüder sind und natürlich den gleichen Nachnamen haben, ist ja logisch. Die dort auf die Archäologin Daisy treffen, die an einer Ausgrabungsstätte arbeitet und dort genau ein Portal in eben diese Dimension gefunden hat, in der die drei dann quasi hineingezogen werden, und auf der anderen Seite finden sie eben diese Gesellschaft vor, regiert von einem Abkömmling eines Tyrannosaurus Rex, der die Stadt regiert, gespielt von Dennis Hopper, dessen Plan es quasi ist, die beiden Dimensionen zu verschmelzen und dann über beide zu regieren, was es ja natürlich zu verhindern gilt. Klingt ziemlich blöd, ist es auch. Dieser Film ist sehr interessant von allem im Prinzip, von der Entwicklung her. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Nintendo quasi die Lizenz gegeben und den Filmemachern gesagt, ja, macht was ihr wollt. Super Mario gibt jetzt handlungstechnisch nicht viel her. Da kann man im Prinzip viel damit machen. Was jetzt hier dabei rausgekommen ist, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das Ganze ist ziemliches Klamauk-Spektakel, und auf filmemacherischer Sicht bewegt sich das auf dem ganzen Spektrum von teilweise durchaus kompetent gemachten Regiearbeiten. Also einige interessante Bilder, Szenenübergänge sind dabei. Auf der anderen Seite hat man auch das komplette Gegenteil, also ein völliges Unverständnis von Schnitt, von wo irgendwas ist, von Timing. Der Humor ist auch wirklich überall. Also, und ja, man findet ein paar Videospielreferenzen. Also wenn man mal guckt, findet man halt, ja, die beiden sind Klempner. Das hat für das Spiel jetzt keine Relevanz, für den Film in gewisser Weise schon. Die typischen Mario, die Röhren sind da und das Pilzthema ist da und die kleinen Babybomben. Und die Flugstiefel, die man auch aus den Teilen kennt, da muss man aber schon ein bisschen nachdenken. Und alles in allem fand ich das Ganze halt, ja, ein typischer Film, der halt so bescheuert ist, dass er eigentlich wahnsinnig unterhaltsam ist. So habe ich das Ganze empfunden. Wirklich die eine Frage, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe während des Films: Wie sind die drauf gekommen? Was war die Connection jetzt? Wie sind die drauf gekommen? Weil es gibt so viele Sachen in dem Film, es gibt ein paar Sachen, wo ich dachte, ah, alles klar, ja, Yoshi, und dann wieder so, oh, was? Schrumpfköpfe? Echsen? Was? Dennis Hopper? Was? Stein? Meteorit? Was? Ja, allein das zu so einem dystopischen Zukunftsszenario zu auch machen. Auch das, so, wie kamen die auf die Idee, das in dieses Setting zu packen? So einfach so, what the fuck? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber das macht es dann auch wiederum sehr herrlich, weil der Film auch wirklich vollkommen durchhetzt und durch sich irgendwie gar keine Zeit für Story oder sonst was nimmt. Ich fand die Special Effects durchaus cool. Also der eben von mir genannte Yoshi sieht ziemlich gut aus. Und der Film sieht auch teuer aus, also er war aber nicht ganz billig. Er ist handwerklich gut gemacht, das würde ich ihm absolut zugute halten, und ich freue mich immer, Bob Hoskins zu sehen. Aber holy shit, was haben die sich dabei gedacht?
einfach nur so Blade Runner and Mario together. Was das? War Blade Runner gerade? Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist irgendwie so, sieht aus wie so ein ganz billiger Abklatsch von Blade Runner. Aber ist es nicht erstaunlich, dass wir bei diesem Film tatsächlich alle jetzt über Blade Runner... Aber hatte nicht, irgendjemand, der da mitgewirkt hat, hat, glaube ich, auch was mit Blade Runner zu tun gehabt. Das habe ich irgendwo gelesen. Ja, also schon wieder so verdrängt. Aber ich weiß, also die Produktionsgeschichte ist ja eben auch interessant an diesem Film. Mhm. Roland Joffe, der den gemacht hat, war ja eigentlich eher ein Arthouse-Künstler. Der hat The Killing Fields, Schreiendes Land gemacht. Einen ziemlich harten, berührenden Antikriegsfilm, ein paar Jahre vorher. Und wollte unbedingt Super Mario machen. Ja, und sie haben. Ja, ging aber anscheinend von vornherein zu dem Studio mit der Ansage, ich mache da was ganz anderes draus. Ja, edgy sollte es sein. Wirklich so eine düstere Gesellschaft-Zukunftsdystopie hier, also die wirklich in den Kulissen und in der Stadt an Blade Runner erinnert. Was du überhaupt nicht mit Super Mario in Verbindung bringen würdest. Erst bekommt er das okay, das so zu machen. Aber wenn du überlegst auch, dass der Film ja eigentlich auch, ich meine, also ich habe damals irgendwann mal Super Mario auf dem Gameboy gespielt. Und wenn du überlegst, wer dann so auch mit in die Zielgruppe gehört, die können ja den Film gar nicht alle sehen. Also das ist ja dann der Grund dafür, dass wir jetzt diesen Mischmasch haben. Also zuerst sagen sie, ja okay, mach mal deine ganz ernsthafte, düstere Gesellschaftsform, die du da präsentieren willst. Und dann bekommt es das Studio doch kalte Füße, als sie die ersten Ergebnisse sehen. Und dann beginnen sie dran rumzuwursteln. Und dann sagen sie, na, aber das muss lustiger und dann muss familienfreundlich rein. Und dann drehen sie andere Szenen und dann macht ein anderer das und dann werden die Drehbücher ständig geändert. Also das Ergebnis ist ein... Das Pacing auch so unglaublich cool. Das Ergebnis ist also aus diesem Ansatz, den der Regisseur hatte und den kalten Füßen, die das Studio bekommen hat, ist jetzt dieser Potpourri geworden. Halbgare Mix, der in keine Richtung wirklich funktioniert und aus dem Film niemals irgendwie ein harmonisches Ganzes in irgendeiner Form macht. Es ist halt völlig aus dem Ruder gelaufen und völlig schief gegangen. Und sie haben jetzt also zwei verschiedene Ansätze quasi gehabt und daraus diesen Film gemacht. Und das funktioniert alles überhaupt gar nicht. Ja, ich verstehe auch nach wie vor nicht, wie sie all diese großartigen Schauspieler dazu verpflichtet haben, da mitzumachen. Also so ein Dennis Hopper und so ein Bob Hoskins. Die haben vielleicht den ersten, also von Dennis Hopper weiß ich, die haben halt schon den ersten Drehbuchentwurf gesehen und dachten, das ist erstens eine große Studioproduktion, gut bezahlt und klingt gar nicht so schlecht. Aber Hopper hat auch im Laufe, er hat dann irgendwann gemerkt, dass das ein Desaster wird und hat dann auch wirklich nur noch Augen zu und oder auch gesagt. Fiona Shaw, die spielt ja jetzt bei Killing Eve zum Beispiel die Agentin und dann ist es auch so, die da ist sozusagen. Aber das war ja eine große Studioproduktion. Also im Laufe des Drehs haben die wohl alle schon gemerkt, dass das schief geht und verschweigen es da seitdem auch in ihrer Filmografie. Ja. Du hast erzählt, Bob Hoskins und John Leguizamo haben sich dann immer betrunken am Set. Habe ich gehört, dass die sich auch sehr am Zulaufen lassen. Wie gesagt, die haben halt irgendwann gemerkt, dass das hier jetzt völlig aus dem Ruder läuft. Und leider, im Gegensatz zu dir, Lars, also habe ich nicht so viel Spaß gehabt. Ich fand es so nach 20, 25 Minuten doch recht anstrengend. Da ging der Film auch erstmal los. Die ersten waren aber okay, ja, aber der anstrengende Teil ging ja dann los. Okay. Aber auch diese ganzen... Nein, ich habe mich dann wirklich dann gequält, es bis zum Ende anzugucken. Ich fand es dann wirklich immer bescheuerter, leider. Ja. Obwohl, natürlich sind da ein paar gute Ideen drin, theoretisch, aber wie gesagt, es passt ja hier überhaupt nicht zusammen. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie man sagen kann, wieso, wir haben die Grundgeschichte, Mario und Luigi retten die Prinzessin, die haben wir doch. Und Yoshi taucht auch auf. Ja, aber wenn du dir dieses simple Videospiel anschaust und dann das ist... Ja, und sie haben ja auch aus diesen Pilzen haben sie ja diese Dinosaurier-Schrumpfköpfe gemacht. Also das ist ja auch nicht so original übertragen. Ich fällt da wieder ein. Ich hab irgendwann zu Lars gesagt, das hat mit der Reptiloiden-Verschwörung auf sich. Ja, genau. Das war der Beginn und es war der Beginn einer Reihe von miserablen Videospielverfilmungen, die alle nicht funktioniert haben. Das war, glaube ich, so ziemlich der erste. Also mein Highlight war eigentlich diese Szene, wo er die so anstupst im Fahrstuhl und die dann alle so hin und her. Das war meine Lieblingsszene, muss das ich sagen. Das war so, what the fuck? So, es macht keinen Sinn, es ist völlig bescheuert. Aber ich so, whatever, macht einfach. Ich fand, das ergibt total Sinn. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Hilf mir! Luigi hat es doch gesagt, wer schunkelt? Jeder schunkelt gerne. Vielleicht sogar auch ein Partyfilm wie Hangover. Nur so das würde ich eher als Partyfilm gucken. Kann ich mir gut vorstellen.
Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.